rumpelig aus da hinten. Ganzen November, Dezember, Januar hast du hier meckert. Da kann das nicht. Nee. Was hast du hier drin? Nichts. Und warum ist denn blau so? Jetzt hast du deinen Schnee. Hast du sie? Draußen so eine Packung. Ja, so. Und was soll ich tun? 20 cm übereinander. Dafür nicht längst. Nicht. Das war der Bürgermeister. Frau Holle. Frau Holle war denn? Ist die hier aus Borkheide? Bestimmt, ne? Hallo Borkheide, hallo Welt. Da sind wir natürlich wieder am Montag. Der Matze und? Liebe Matze und DHL, der liebe Lutz. Hat also nicht mit der DHL zu tun, der heiße Lutz, sondern DHL, der liebe Lutz. Hast du schon mal von gehört? Der liebe Lutz, warum sitzt du eigentlich höher als ich? Hatte weil es kann. Besser? Nee, du flegelst dich da so weg und bleib mal hier. Das war sehr entspannend, muss ich sagen. Jo, eigentlich ist Ferienende. Das heißt, Schule sollte theoretisch zumindest wieder voll in der Gänge sein. Der Winter hat sich da was anderes gedacht. Merkt doch, okay, das und hat uns ordentlich Schnee reingeschaufelt hier, oder warst du das doch? Ich habe halt auch Schnee geschaufelt, ja. Ja? Mehrfach. Ja, also ordentlich, also so richtig ordentlich. Und da haben wir natürlich gleich ein paar Themen, was den Schnee angeht. Also soweit ich gehört habe, ist Borkheide jetzt offiziell Wintersportgebiet. Wir haben jetzt eine eigene Loipe. Flughafen haben wir ja sowieso, ne? Aber kann man hier anfliegen? Also eigentlich, und da wir auch keine Zuschauer haben, ist es ja wirklich wie ein Profi-Skigebiet. Ja, ne? Kann man hier schön, ich war da heute übrigens unterwegs hinten auf dem Flugplatz. Da gab es eine schöne Loipe. Da waren schon vor mir welche unterwegs und haben eine Spur gelegt. Ich habe die Spur gefunden. Bist du geflogen? Ich bin geflogen, gelandet. Auf dem Flugplatz gelandet. Ja, ist cool gewesen. Und natürlich trifft man ja unterwegs diesen und jenen, die sind alle damit beschäftigt, Schnee zu schaufeln. Und so wie das aussieht, ja, also jetzt muss ich mal sagen, ja, tatsächlich die Schnee, nicht auf dem Flugplatz, überall in Borkheide, die sind total lustig, die Leute, weil sie überall Schnee schaufeln. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich gelandet? Na toll, Matze. Du findest dein Video nicht, was zu zeigen. Ich finde jetzt mein Video nicht. Ich muss jetzt gleich nochmal, wir haben das schon wieder umgeblättert. Jetzt muss ich nochmal gucken. Jetzt muss ich nochmal gucken. Warte mal. Ah, jetzt hier kommt auf gleich. Nicht mehr klar. Wir sind da gleich da. Nee, wir müssen jetzt mal kurz mal blättern. Pass mal auf hier. Was macht ein Karl Lagerfeld da? Karl Lagerfeld? Was macht denn der hier? So, pass auf. So, jetzt geht's los. Und zwar die ersten, ja, Matze, sag mal was dazu. Ja, bringt den ganzen Tag in der Werbung, ne? Was ist denn das? Na, Parkschippen. Parkschippen, ja, aber cool, oder? Und dann haben wir natürlich diese motorisierten. Genau, der Armbrot mit seinem Wesen. Der Toni, guck mal, hat überhaupt einen Trecker. Und hier, guck mal, Quad ist auch cool, oder? Ja. Und dann sind wir hier mal mit dem Profi angelangt. Genau. Der Sven, der hier schon ewig hier unterwegs ist und die ganzen Wege hier fit gemacht hat. Viele Grüße aus Borkheide. Hast du Stefan gehört? Ja, der war ein bisschen müde, der oder? Der Gruß der Woche. Naja, das kann man verstehen, weil ja. Wieder keine Kneipen auf, so wie es klingt, aber egal. Nicht egal, nicht schön, so rum. Ja, aber Toni muss man mal nach seinem Führerschein fragen, ja? Also mit so einem Trecker. Mit dem Trecker darf der da eigentlich so, ja? Ich weiß nicht. Und dann muss er mal hinten in den Ruf setzen, hätte er mal ein paar Schlitten hier noch mit hinten rangehängt. Ja. Gehweg, hast du das gesehen? Ja, und da, wo nicht beräumt wurde? In Udo ist links hier vorne auf der Straße, hast du gesehen? Mit dem Pfad, ja, der hat gewischt. Gewischt? Nee, fecht, geschoben. Und wo nicht Schnee geschoben wurde, da haben sich andere richtig tierisch gefreut, wie man hier sehen kann. Also ich sehe da nur zwei Halsbänder, die durch die Luft wedeln. Du musst richtig gucken. Also du hast spitze Ohren, aber schiefe Augen, oder was? Oder hast du schiefe Augen und spitze Ohren? Danke, David. Sehr schön. Genau. Danke fürs Video. Dann haben wir den Gruß der Woche. Der geht an dem heutigen Montag zu André. Der wohnt gleich hier hinten. Genau, der wohnt gleich hier hinten, hier um die Ecke. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Wir haben uns natürlich tierisch gefreut. Matze hat sich ein Halsband umgemacht und hat sie im Schnee gewälzt. Vor Freude. Hat er nicht? Zwei. Traut sich nicht. Ja, vielen herzlichen Dank. Und dann geht noch ein Gruß raus. Und zwar, der geht diesmal in die Schweiz. In die Schweiz. In die Schweiz zu Falk. Falk arbeitet dort, ist allerdings aus Borkheide. Ich hoffe, du bist heil angekommen und du hattest viel Erfolg bei deiner Bewerbung beim neuen Arbeitgeber. Wir sehen uns wieder, wenn das Leben das hier in Borkheide wieder zulässt, würde ich sagen, oder? Also werden wir in der Schweiz geguckt? In der Schweiz. Wir werden auch in der Schweiz geguckt, wir werden in den USA geguckt. Ich weiß gar nicht, warum. Das Video doch etwas langsamer am Laufen, oder? Wenn noch überall in der Schweiz werden. Gucken. So, und weil wir da waren, wenn wir uns wieder sehen, es ist nicht mehr so lange hin, würde ich sagen. Zumindest laut der Statistik sind wir bei einer Inzidenz von 53,1 angelangt. Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Das ist fast nichts, weil die Viren sind hier eingefroren.
unterm Schnee begraben? Ja, man könnte den Leuten, denen man die ganzen Hygienekonzepte aufgedrückt hat, jetzt auch sagen, dann könnt ihr jetzt eure Läden und eure Kneipen wieder aufmachen. Ne? Theoretisch zumindest. Aktuell Infizierte haben wir 8, also 0 neue Fälle und in Quarantäne sind 2, das sind wir beide gerade. Oder doch nicht? Ah, das kannst du jetzt natürlich verbreitet, klar, sind wir die Quarantänefälle. Ja. So, das ist gleich nachher im Brockheide rum. Ja, schön. Deswegen sitzen wir ja hier. Ich glaube, können wir das mal wieder löschen? Es geht nicht mehr zu löschen. Das gesagt ist gesagt. Warte mal, ich wackel am Tisch. Wir sind ja aber in Dauerquarantäne seit einem Jahr, also was soll hier passieren? Genau. So, und dann haben wir noch eine Nachricht von APM-Matze, hast du gesagt. Ja, APM hat heute geschrieben, die Sperrmüllabholung wird sich natürlich wettertechnisch ein wenig verschieben. Weil die ganze, ich glaube, die finden den Sperrmüll nicht. Kann sein. Wenn der nicht freigefegt ist, nein, die haben dann natürlich jetzt ein bisschen Probleme, das alles einzusammeln bei diesen Wetterbedingungen. Und man sieht es ja kreuz und quer auf den Autobahnen, was da los ist. Ich denke mal, daran soll es nicht scheitern, wenn der Müll noch 2, 3, 4, 5 Tage länger liegt und wartet. Der wird auch nicht schlechter. Richtig. Und da sind wir schon fast am Ende angekommen. Schnee, da schneit es eigentlich noch, aber das kannst du ja gleich mal sagen. Wir sind ja am Wettermatze. Wie sieht's denn aus? Bleibt das Wetter so, wie es ist? Kalt. Kalt? Kalt. Aber richtig kalt, habe ich gehört, oder? Es wird noch einmal richtig kalt. Es geht hier teilweise bis so. Oh. Sieht ja aus wie unter 20 Grad. Gucke ich hier richtig oder ist das ein Witz? Wir gucken so ein bisschen richtig. Ja, jeder Wetterdienst macht was anderes. Also ich denke mal, weit unter Null sind wir auf jeden Fall. Die minus 10 nachts sind überhaupt kein Problem zu erreichen und tagsüber über Null zu kommen, sehen wir die ganze Woche nicht. Also ich muss sagen, wir hatten heute an die minus 10 Grad, also minus 9,67 waren hier bei uns. Und ich war draußen gewesen. Ich habe geschwitzt, ich musste da vorhin erstmal duschen. Ja, ich war Skifahren, ich habe mir das mal erlaubt. Ich wollte Skifahren. Ich habe mir, ich finde das cool mit dem Schnee. Ich finde das richtig cool mit dem Schnee. Ich kann Ski fliegen, auf der Couch übrigens. Du bist ein bisschen faul. Ich hätte dich ja gerne mal mitgenommen, aber du willst ja nicht. Ich hatte Urlaub die Woche. Ja. Und? Ich wollte eigentlich Skifahren, aber ja, kann man ja, aber nicht mit Abfahrtski. Mhm. Nicht in Brockheide, der Skilift am Hohleberger zu. Kommt ja bei der Polizei kontrollieren, kannst ja nicht hin. So. Und ja, ich habe ein bisschen renoviert. Also genau. Hat man auch mal ein neues Arbeitszimmer gebastelt. So, und dann hattest du noch irgendwas zu erzählen mit dem Wetter. Klappt ja nicht so richtig. Doch, hat perfekt hingekriegt. Du hast deinen Schnee, halt die Klappe. So. Was soll denn das? Und dann kommen wir nochmal zu den Werbetreibenden, oder? Die was sagen wollen. Meinst du die Hochmotivierten? Mhm, die Hochmotivierten. Ein Abschlussgruß der Woche? Nee, hattest du mir hier nicht was reingeschrieben? Weiß ich nicht. Wisst du nicht mehr? Matze, warum willst du das nicht mehr, Matze? Was soll ich denn reinschreiben? Auf. Nein, na klar, es ist nur nochmal der Hinweis an unsere lieben Gewerbetreibenden der Region, die Sendung sehen. Wenn ihr etwas bewerben möchtet oder hier mal den Wetterjingle mit eurem Firmenlogo eingespielt haben möchtet, meldet euch einfach bei uns. Ja. Über die Webseite mediengruppe-brockheide.de, über Facebook oder über die Mailadresse info@mediengruppe-brockheide.de. Und dann habt auch ihr die Chance, bei uns in der Sendung zu sein. Zum Beispiel. Und ihr könnt natürlich auch gerne unsere Videos liken und abonnieren. Aber nicht nur bei Facebook, sondern auch bei YouTube. Ich glaube nämlich, ich habe mir das mal angeguckt, wir werden mehr bei Facebook geguckt als bei YouTube. Aber das finde ich trotzdem cool. Ich find, da sind immer so viel. Du siehst bei Facebook, wie viel da drauf gehen. Das sind wesentlich mehr als bei YouTube selber, weil die gleich bei Facebook gucken. Das sind die Statistiken. Glaub ich. Das sind ja komische Statistiken. Das fängt sich Facebook auch nur nach oben. Und wer uns unterstützen möchte, der findet halt auch die Möglichkeit bei uns unter unserem Video, wie das funktioniert. Ansonsten wird das nicht in Schwarzbier, sondern in Technik-Equipment umgesetzt. Sitzen wir hier und warten darauf, dass wir endlich wieder Freiraum kriegen und hoffentlich eventuell unseren 5. Geburtstag dieses Jahr feiern. Im März. Dann ist ja in 1,5 Jahren Einschulung. 5 Jahre. Manche werden schon mit 5 eingeschult. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn, das war's mal wieder. Wie immer hier am Montag der Matze und der Lutze. Und tschüss, wir sehen uns nächsten Montag wieder. Also ihr uns, wir euch. Wir alle. Bald. Wieder. Tschüss. Tschüss.